wirklich ein gigantischer Auftakt, mehr kann man dazu nicht sagen. United States Marine Corps. Na, vielleicht nicht ganz. Dein Arm wurde betäubt. Für das Tatao. Es ist mutig, im Sturm zu schwimmen. Aber ein Sonnenbad am Strand der Piraten? Wahnsinn. Du hast das Recht, mich zu töten. Aber ich habe das Recht, dich mitzunehmen. Der Ton hängt schon wieder nach. Ich heiße Dennis. Jason. Das ist der Grund, warum ich das letzte Mal aufgehört habe und es kotzt mich wirklich an gerade. You. Labalaba. Der Reiher, der Hai und die Spinne. Ich weiß, wer du bist, Jason. Du bist ein Krieger. Und das Tatao wird dir ermöglichen, dein wahres Ich zu enthüllen. Hör zu, mein älterer Bruder wurde ermordet. Ich muss meinen jüngeren Bruder und vier andere Freunde finden. Komm. Du hilfst mir also? Ich werde dich befreien. Dann wirst du von niemandem Hilfe brauchen. Ich hab dich am Strand gefunden. Willkommen in Amanaki, Freund. Es ist wunderschön, oder nicht? Selamat, Tengahari. Ich habe Jason Brody hier bei mir. Der Mann, der Vaas lebend entkommen konnte. Deine Flucht ist ein Zeichen, dass das Blatt sich wendet. Und unser Volk braucht dringend gute Nachrichten. Also, das ist dein Volk. Die Insel ruft nur die Stärksten. Sie rief mich. Die Inselbewohner, die Rakyat, akzeptieren mich und sie nahmen mich in ihren Stamm auf. Die machen was her, oder nicht? Sehr hübsch, keine Frage. Ich könnte jede Frau haben, die ich wähle. Aber mein Wille ist auf eine gerichtet. Hier. Geld für Waffen. Du willst deinen Bruder retten, richtig? Ich habe noch nie auf jemanden geschossen. Wie sagt man noch in Amerika? Für alles gibt es ein erstes Mal. So, entlassen zum Waffenkaufen werde ich jetzt erstmal diese Aufnahme beenden. Ich hoffe, dass es nur bei der einen Stelle geblieben ist, auch beim Schneiden, dass alles glatt läuft und werde das auch gleich jetzt im Anschluss machen. Wenn es euch gefällt, diese ganze Technik jetzt, dass ich nur die Storyline spiele. Wie gesagt, ich bin der Meinung, es gibt bestimmt Leute, die interessieren sich für das andere auch nicht, die wollen aber mal mindestens die Story vom Spiel gesehen haben, um zu sehen, um eine coole Geschichte zu erleben. Und das Nebendrum bremst nun mal aus, das ist einfach so. Ich habe zwar noch nicht nachgeguckt, aber ich bin mir sicher, es gibt mindestens schon 2000 Videos, die Far Cry total auseinandernehmen, in jede Ecke gehen, alles machen. Alternativen gibt es da garantiert genug. Also kommentieren, liken, macht was ihr wollt.
schreibt, ob es scheiße ist, ob es geil ist. Geht auf die Internetseite www.bookno-productions.de. Ja, und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, ne? Tschüssi! So, da sind wir auch schon wieder zurück zu Far Cry 3, Story Only. Das letzte Mal habe ich ja nur 20 Minuten aufgenommen. Hat soweit funktioniert, die erste Aufnahme ist da oben. Mir ist gerade aufgefallen, ich hatte den Safe Game, da wurde das Video wieder abgespielt, womit wir gestern aufgehört haben. War schon wieder asynchron, genauso wie gestern. Und das Problem ist, ich kann leider nur diesen einen Safe Game anlegen. Das heißt, alles, was jetzt folgt und asynchron ist, kann ich leider nicht nochmal nachproduzieren oder sowas. Wir müssen das leider so hinnehmen. Genug gelabert, ihr wollt vom Spiel sehen, kann ich verstehen und deswegen gehen wir auch gleich die Waffen kaufen. So, was hast du für mich? Was möchtest du kaufen? 1911er ist die einzige, die ich kaufen kann. Kauf bestätigen, okay. Legen wir an und zwar geht das nur da oben, okay. Habe ich ja ausrüsten, vergleichen, anpassen. Kann ich schon was machen? Natürlich nicht. Keine Aufsätze für diese Waffe verfügbar. Lackierung ansehen. Ach, sowas gibt's auch. Ödladen, Dschungel, ich habe keine Kohle. Gehen wir zurück. 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 Diese Funktürme online. Ohne die kann ich nichts aus den abgelegeneren Dörfern bestellen. Und glaub mir, die haben genau die Ausrüstung, die du brauchst. Okay, alte Dame. Ich werde zurückkommen. Dann folge mir, mein Freund. Wo bist denn du? Da. Hier kommt die Kraft aus dem Dschungel. Schnell noch das Tutorial angucken. Gratiswaffen. Du kannst Waffen in Dollar-Shops und Unterschlüpfen kaufen. Das war ja das Zeichen. Aber wenn du Funktürme aktivierst, sind bestimmte Waffen kostenlos. Aktiviere Funktürme und erhalte Gratiswaffen. Ja, das ist... bin ich noch mal überlegen, ob ich die Funktürme alle mitnehme, aber wahrscheinlich auch nur dann, wenn sie in der Nähe sind. Weil dann kann ich immer. Ja, gut. Du musst das Gelände kennen. Soll ja erstmal zeigen. Jederzeit wissen, wo du bist. Vaas nutzt die Türme, um die Insel zu kartieren und seine Männer zu finden. Störsender blockieren den Zugang. Unser Volk hat keine Verwendung für solche Geräte. Aber du. Du wirst wertvolle Informationen bekommen. Ja, die Störsender sind ganz oben. Jeder Turm deckt ein begrenztes Gebiet ab. Kletter auf alle und du deckst die gesamte Karte auf. Ja, das ist genau das, was ich meinte, weil es wäre schon sinnvoll, wenn man die ganze Karte voll hat. Aber wie gesagt, wenn jetzt irgendwo so ein Funkturm am Arsch der Welt steht und, nee, dann, ach, das ist, sehen wir mal dann. Ich will ja, wie gesagt, nur die Story spielen. Für die Leute, die das Spiel nicht haben und einfach nur an der Story interessiert sind. Warum holt mir jetzt seine Waffe raus? Hallo! Na, wohin? Wohin? Achso, ich soll schon da hoch. Ach, deswegen holt er die Waffe raus. Ich werde allein gelassen. Was haben wir denn hier? Kohle! Ich würde mein Geld auch immer offensichtlich da liegen lassen, damit es andere mitnehmen. Ich bin ein freundlicher Mensch. Ein ganz bisschen. Das muss der Funkturm sein. Ah. Ich hoffe, er hat keine Höhenangst. So, sind hier Gegner? Die Musik ist so spannend. Ich höre Tiere. Kiste plündern. Ein Hai-Fetisch. Aha. Lange. Tja. Kaum ein Tier wird von den Insulanern so verabscheut wie die Schlange. Sie gilt als unsauber. Sie zu essen ist tabu. Schlangengift von Rock Island wurde in den 50ern von der CIA verwendet, um Geheimnisse aus russischen Wissenschaftlern herauszufoltern. Aber auch als Alternative zur Wermut der Martinis. Oh, lecker Martini. Ja gut, das ist eher, ja. Funktürme, gucken wir uns das Tutorial auch noch an. Aktiviere Funktürme, um die Karte aufzudecken, Waffen kostenlos im Shop freizuschalten,
neue Übergabeaufgaben freizuschalten. Ich weiß noch nicht, was Übergabeaufgaben sind. Wahrscheinlich irgendwelche Nebenmissionen. Nehmen wir die Kisten hier noch mit. Also, man plündert tatsächlich richtige Sachen, die ich aber nicht verkaufen muss, um Geld zu verdienen. Das macht das System schon selber, wie man ständig sieht. Also ich würde hier im wahren Leben nicht hochklettern, weil ich habe Höhenangst. Das hier würde noch gehen. Ja gut, hier. Nee. Aber mal sehen. Schöne Aussicht. Was ist das denn? Seil? Nicht runtergucken. Was? Runtergucken? Ach schön. Gut, ich glaube, man sieht hier, oder? Ist das, kann ich da hinten auch noch hin? Oder ist das schon Background? Ich habe keine Ahnung. Kiste plündern. Noch weiter hoch, weil es so schön ist. So. Und jetzt hier runter pissen. Ha! Nein, natürlich nicht. E halten zum Interagieren. Erfolg, Funkturm aktiviert. Mensch, ich bin ja begeistert. Da komme ich nicht wieder runter. Warum nicht? Doch, kommst du. Aber ich soll die Seilrutsche benutzen. Hat 500 Erfahrungspunkte bekommen. So. Jihau! Ich dachte, er hätte Höhenangst, Mensch. Ich dachte, ich klatsche jetzt gegen das Ding. Hab's erledigt. Gut. Zeig mir deine Karte. Es ruckelt etwas. Öffne die Karte mit M. Siehst du? Alles, was du wissen musst, ist nun durch den Funkturm aufgedeckt. Geschäfte, Abenteuer. Die Insel ruft nach dir. Und genau wie du sind die Händler hier von außerhalb. Auch sie brauchen die Funktürme für ihre Geschäfte und sie belohnen dich für jeden befreiten Funkturm. Ein wahrer Krieger muss jagen. So will es die Natur. Sieh auf die Karte und wähle dein Jagdrevier. Hab keine Angst vor deinem Instinkt. Die Gesellschaft lehrte dich zu versagen, nicht die Natur. Hier. Also, willst du deine Freunde retten, musst du den Dschungel kennen. Tierhäute und Leder ermöglichen dir, Ausrüstung und viele Waffen mitzuführen. Aus Pflanzen kannst du starke Medikamente herstellen, die dich heilen und deine Sinne schärfen können. Geh! Kehre zurück, wenn du den Dschungel beherrschst! Wie meinst du das? Was soll ich denn dort tun? Huch, jetzt habe ich das Gespräch abgebrochen. Das ist jetzt eine Mission, die ich einfach mal machen muss, die das Spiel mir vorschreibt. Die Wildschweine hier haben.